Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Start Your Valley. Hallo, es ist gerade Brombeerzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du ihn finden, Linus? Neuen Hofauftrag. Finde Linus Korb. Na gut, das wird wahrscheinlich schwierig sein. Oh, was haben wir denn hier alles bekommen? Okay. Wunderbar. Die Weintrauben sind noch nicht fertig. Die brauchen auch die Preiselbeeren sind fertig. Oh, ich bin schon voll. Warum bin ich denn schon voll? So ein Mist. Okay. Moment. Also, der Mais muss auf jeden Fall gegossen werden. Das sind Brombeeren. Brauche ich nicht sogar Brombeeren? Senfkohl, Moment. Senfkohl packe ich mal hier rein. Haselnüsse hatte ich, glaube ich. Warte mal, Haselnüsse kann ich, denke ich, mal hier reinpacken. Brauche ich nicht eine Brombeere? Nee, Brombeere brauche ich, glaube ich, nicht. Eine Schneekartoffel. Äpfel. Das ist ein Granatapfel, da ist die Muschel, da ist Rotkohl und da brauche ich so eine Maggi-Rolle und ein Spiegelei. Okay. Moment, da oben kann ich dann Preiselbeeren reinpacken. Erstmal alles einsammeln hier, genau so. Wunderbar. Preiselbeeren, die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Brauche ich mich noch irgendwas gießen eigentlich hier? Moment, hier muss ich auf jeden Fall noch gießen. Weil das ist nämlich noch nicht gegossen. Könnte ich mir sogar noch mal was holen bei Pierre. Also die goldenen kommen auf jeden Fall weg und die kommen auch weg. Da packe ich gleich so eine mal rein. Ich habe gar nicht geguckt jetzt, was ich da bekommen hätte an Geld. So, Eier. Müsste ich eigentlich ein braunes Ei auch bekommen. So, ja, da ist ein kleines braunes Ei. Aber die muss ich ja erstmal hier alle reinpacken. Weil das ist ja die Aufgabe für Gas. Ja, 16 von 24, sehr schön. Die muss ich dann alle in seinen Kühlschrank schauen. Das könnte ich eigentlich auch mal schon machen. So. Und ihr müsst. So. Futter haben wir da. Heizkörper, auch alles da, wunderbar. Dann gibt es ja wieder einiges an Geld. Na, warte mal, ich kann ja die Eier mal mitnehmen und kann die bei Gas in den Kühlschrank schmeißen. So. Das passt auf jeden Fall. Was haben wir denn hier drin? Da ist eine Fackel und ein Müll. Ah, das hole ich jetzt nicht. Bei Pierre könnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was kaufen. Das braucht alles noch. Die Muschel könnte ich noch verkaufen. Wo wohnt denn Gas eigentlich? Ich muss mal schauen, da ist Gas, ne? Oh, der ist auch fertig. Nehme ich mit. Die Wildpflaume nehme ich auch mit. Und die Brombeeren sind. Brombeerernte ist heute. You can find blackberries today. Ja, sehr schön. Oh, wo kann ich denn die finden? Da ist nix. Ich habe noch ein bisschen Platz. Warte mal, Pia, was kann ich denn bei dir noch kaufen? Warte mal, hier ist Gas. Ich hole mir ein paar Vorräte für die Kneipe. Pia hat echt gute Sachen. Das stimmt. Was kostet denn der Rucksack? 10.000. Könnte ich mir eigentlich leisten, aber ich würde mir gerne noch mal schauen. 13 Tage. Mais habe ich, Auberginen 5 Tage, Senfkohl würde ich vielleicht noch
Süßkartoffeln, Zehen, Weizen, Sonnenblumen, Feensamen. Feensaat würde ich vielleicht sogar sagen. Dann nehme ich mir mal noch 5 Stück mit. Preiselbeeren 7 Tage, die könnte ich sogar noch mal ernten. Nehme ich mir auch noch mal 10 mit. Süßkartoffeln, Senfkohl. So. Haben wir noch mal ein bisschen geshoppt. Jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich irgendwie zu Gast gehen kann. Aber Gast ist ja, glaube ich... Kneipe, warte mal, Gast, der ist gerade dort oben drin, wo wohnt denn der? Von 12 bis... Aber ich sehe ja überhaupt keine Blaubeeren. 25 mal Goldsterngemüse, habe ich 21 Tage Zeit. Aus unbekannten Gründen, lokale Bevölkerung, Seefisch. Nee, dann nehme ich lieber nichts mit. Ich muss die Eier versuchen, bei denen in den Kühlschrank zu schmeißen. Hoffentlich komme ich da auch hin. Was haben wir denn bekommen? Ein Lachs? Oh mein Gott, Lachs? Brauche ich denn Lachs eigentlich? Nee, ich brauche gar keinen Lachs. Der ist aber gut zum Verkaufen. Lachs und ein Schwarzbarsch. Ah, den kann ich nicht mitnehmen, den Schwarzbarsch. 120, na 93, na dann packe ich den weg. Okay. Dann muss ich jetzt echt warten, dass ich zu Gas in an den Kühlschrank komme. Ja. Ich muss mir heute die Beine etwas vertreten und die frische Luft genießen. Ein paar Leute in der Stadt sind sehr vorsichtig gegenüber Fremden. Du wirst ihr Vertrauen gewinnen müssen, bevor sie sich dir öffnen. Bleib einfach dran und du wirst irgendwann Erfolg haben. Warte mal, das sind doch Blaubeeren hier, ne? Kann ich nicht mitnehmen. So, warte mal, Gas. Ich muss die in deinen Kühlschrank legen. Wo finde ich denn deinen Kühlschrank? Ah, hier unten. Da. Brauche ich gar nicht oben reingehen. Wollen wir gleich mal schauen. Wir haben 16 Eier reingelegt. Sehr gut. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Jawohl, ich wollte mal schauen, ob ich bei dir Bier, Salat, Brot, Spaghetti, Pizza, Maki-Rolle, Rezept, das muss ich auf jeden Fall kaufen, weil die muss ich auf jeden Fall herstellen. Die brauche ich nämlich fürs Gemeinschaftshaus. So, hier war zumindest eine... Da ist Penny. Hallo meine Liebe, bleib hier. Es ist irgendwie peinlich, die einzige Familie in der Stadt zu sein, die in einem Wohnwagen lebt. Ich wünschte, ich könnte in einem netten Haus leben. Warte mal, Penny, was magst denn du? Ah, Diamanten magst du, Melonen hab ich gerade nicht. Magst du so eine Brombeere? Danke, sieht nett aus. Okay, ich gebe sie dir einfach mal. So, Bürgermeister Louis hängt hier oben rum. Dann würde ich sagen, pflanze ich mal die anderen Sachen noch. Den Käse kann ich ja verkaufen. Dann muss ich mal schauen, ob ich noch irgendwo ein paar Blaubeeren finde oder so. So, warte mal, das weg. Das kommt hier rein. Und dann habe ich hier... So, dann muss ich mal schauen. Also, die würde ich auf jeden Fall... Dass die sich selber bewässern hier. Ja. Okay, Moment. Dann heißt es hier auf jeden Fall. Einmal gießen.
Und 16 Eier habe ich schon bei Gas reingelegt. So, das ist alles bewässert. Sehr gut. Dann kann ich das Ding rausnehmen, das Ding rausnehmen. Und das gleich da reinpacken. Die Fackeln, ja, die hebe ich mir auf. Die Muschel wird verkauft. Das ist Müll. Das ist auch Müll. Dann muss ich mal schauen gehen, ob ich ein bisschen auf Blaubeersuche gehen kann. Das da rein. Das verkaufen. Müll muss hier rein. Dum, dum, dum. So, die kann ich auf jeden Fall bald wieder ernten. Pilze könnten theoretisch gesehen auch wieder fertig sein, jawohl. So. Dann muss ich mal schauen, ob ich ein paar... Ah, ich muss Linus seinen Korb noch finden. Gab es hier oben nicht eigentlich auch noch Blaubeeren irgendwo? Ja, hier gibt es noch welche. Guckt mal. Und ich glaube, Linus, sein Korb, der ist irgendwo... Der ist, glaube ich, irgendwo... So, Momentchen mal. Mach ich ein bisschen Kupfer. So. Der ist irgendwo hier unten, glaube ich. Also nicht hier beim Gemeinschafts... aus, sondern im Wald dort unten bei Mane. Wenn ich das noch irgendwie so richtig in Erfahrung bringen könnte, muss der Korb irgendwo hier unten sein. Da werden wir mal hingehen. Bam, badam, bam, bam. Einmal hier durch. Ah, es wird schon dunkel. Hallo Haley. Es ist eklig, wenn das Leben am Boden ganz klitschig. Wenn der Leben am Boden ganz klitschig wird. Ja. Und hier sind noch Blaubeeren. Ich glaube hier hinten irgendwo. Ja, die Brombeeren, die kann ich auf jeden Fall verkaufen. Ich glaube hier hinten in der Ecke ist irgendwo. Irgendwo hier hinten hat, glaube ich, Linus seinen Korb verloren. da komme ich noch nicht hin. Hier irgendwo, oder? Hier hätte ich gedacht, dass der hier irgendwo ist. Aber so wie es aussieht, habe ich mich da wohl etwas getäuscht. Es ist verschlossen, ja. Also hier irgendwo in der Gegend hätte ich eigentlich gedacht, dass der hier rumliegt. Oder täusche ich mich da? Mein Guter, ich kann dir gerade nicht wirklich helfen. Schade, ich hätte das echt gedacht, dass der hier hinten irgendwo liegt. Aber scheinbar dann doch nicht. Kann ich mir hier einen neuen Hut kaufen? Ne, eigentlich nicht. Also könnte ich schon, aber will ich jetzt nicht. Kann ich hier eigentlich durch? Ne. Ach, Linus, was machst du nur?
Hier sind auf jeden Fall noch einige Blaubeerfische. Dum, 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 dum. Also auf jeden Fall sehr gut, dass ich hier so viel finde. Wenn ich jetzt natürlich noch deine Tasche finden würde, wäre das natürlich noch besser. Schon 21 Uhr. Ich sollte vielleicht zurückgehen. Ich habe aber 36 Blaubeeren. Ja, das ist schon... Ah, Moment, Moment, Moment. Da ist noch ein... Ich sollte auf jeden Fall ein paar aufheben und nicht alle verkaufen. Also ein paar werde ich wahrscheinlich verkaufen. Okay, das Heu... Kann ich dann gleich so hinpacken. Ich müsste ja eigentlich auch Blaubeerbüsche haben hier bei mir. Der Farm eigentlich. So, Momentchen mal. Also, ich packe auf jeden Fall die dort rein. Das kommt alles da rein. 800. Ja, das packe ich mal auch da rein. Bomben. Jetzt welche aufgehoben eigentlich? Ja, einer. Oh, ist, glaube ich, nicht so die Welt gewesen. Aber ich muss auf jeden Fall noch Linus sein Dings finden. So, meine Kühe, die Eier. Ja, die Eier muss ich dann auch weiter abgeben. Ich brauche noch 8 Stück. Das sollte in 2 Tagen eigentlich erledigt sein. In 2 Tagen sollte das eigentlich erledigt sein. Oh, 3000. Oh, da gibt es 6000. Oh, es läuft, es läuft, es läuft. Das Geld kommt langsam zusammen. Ich bin gespannt, wenn wir die ersten 50.000 zusammen haben. Und heute regnet es wieder. Sehr schön. Hallo Mieze, Katze. Hab schon noch einen Brief bekommen. Hallo Silke, du bist ein guter Nachbar, da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so, Mani. Hallo Silke, in einer Woche halten wir das Stardew Valley Volksfest ab. Es ist die größte Veranstaltung des Jahres, die Leute vom ganzen Land her in unser bescheidenes Städtchen locken. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren, wenn du willst. Bring einfach bis zu 9 Gegenstände mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst für die Qualität und Vielfältigkeit deiner Anlagen bewertet. Das Fest beginnt um 9, verpasse es nicht, Bürgermeister Louis. Ich hoffe, ich verpasse es nicht. So, warte mal, den Honig hebt mal auf. Na, das braucht noch ein bisschen, das braucht auch noch ein bisschen. Der Mais, der Pilz... Aubergine und Senf. Senf war das hier, ne? Okay, dann schauen wir mal. Also Gold, Gold. Dann nehme ich den weg. Eine goldene Aubergine. Mais, normalen Mais habe ich hier nicht drin. Aber silbernen Mais habe ich hier drin. Okay. Ah, Mist, das Heu wollte ich eigentlich behalten. So, meine Hühnchen sind heute natürlich alle hier drin. So, oh, da habe ich ein braunes Ei bekommen. So, das müssten 4 Eier sein. Ja, 20. Brauche ich noch 4 Stück. 4 Stück noch. Und dann kann ich mir auf jeden Fall von dem braunen Huhn was Neues züchten. Kiefernharz nehmen wir mit. Das brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwann. So. Sehr schön.
passt, wackelt und hat Luft. Goldkäse habe ich auch. Ich müsste auf jeden Fall ein Schaf und... So, warte mal, hier ist ein Stein drin. Dann nehme ich die Brille mal. Packt die rein. Habe ich dann noch ein bisschen was an Eisen? Könnten wir auf jeden Fall einmal Gold machen. Und zweimal... So, warte mal, das, das und das. Genau, also einmal Gold. Zweimal Quarz. Oh, hier ist noch was zum Ernten. Habe ich ja fast übersehen. Stein dahin, Kiefernharz dahin. Sehr gut. Eigentlich müssten wir heute wieder in die Mine gehen. Oder nochmal in die Mine gehen. Komm, eine goldene. So, Blaubeere kommt dort rein. Ja, eigentlich müsste man in die Mine gehen, wenn es regnet. Wir müssen nämlich ein bisschen was suchen. Kann ich denn eigentlich Bomben machen? Bomben kann ich machen. Eisenerz und Kohle. Hab ich nicht, ne? Vier Stück. Ich habe nur zwei. 14.000 haben wir. Heute regnet es. Glück ist, glaube ich, nicht so auf meiner Seite. Obwohl, das liegt in meinen Händen. Da haben wir eine Haselnuss. Noch eine Haselnuss. Die Frage ist natürlich, auf welche Ebene gehe ich? Bräuchte natürlich wieder mal ein bisschen Gold. Das Gold mit. Sehr schön, dann gehen wir gleich weiter nach unten und da ist ein Diamant. Ne, ein Aquamarin, okay. Das war so eine komische Krabbe. Das war so eine komische Krabbe. Feuerquarz nehme ich mit. Und noch mehr. So, den haben wir auch platt gemacht, den Feuerspucker hier. Ah, da ist der Weg nach unten. Den Smaragd nehmen wir natürlich auch mit. Aber auch immer noch Linus Tasche finden. Oder seinen Korb. Er hat ihn ja irgendwo beim Brombeersammeln verloren, hat er gesagt. Wir könnten natürlich hier mal reinschauen. Kuhverknüger. Ich habe einiges an Quests. Silber kann ich nicht mitnehmen. Oh, da hinten ist noch Gold und ein Diamant, glaube ich. Oder ein Aquamarin. Ah,
eine Omnigeode möchte ich auch gerne mitnehmen. Gut, hier geht's gleich weiter nach unten. Sehr schön. Ein Topaz reicht, glaube ich, auch nicht. Pflaume weg. Runter. Sehr schön. Ach Mann, warum bekomme ich hier so viel? Ausfall, ich weiß. Na gut, noch einmal runter. Noch eine Etage runter, das ist 15:30 Uhr. Schattenessenz kann ich eh nicht mitnehmen. So. Könnte ich vielleicht sogar, aber das reicht, denke ich mal, nicht. Der hat garantiert schon zu, oder? Macht der 17 Uhr zu? Ah, 16 Uhr. Mist. Da war ich wohl etwas langsam heute. Die Haselnuss, da behalte ich auf jeden Fall auch eine, denke ich mal. Und zwar die goldene. So, das hier rein, das hier rein. Da habe ich auch einiges wieder zum Aufbrechen. Boah, komm, das weg, die Fledermaus, ne, die behalte ich mal. 250 gibt das, 360. Na komm, das kann erstmal alles weg. Eisen natürlich nicht. So, die goldene kommt hier mal rein. Wunderbar. Steine habe ich noch hier drin. Boah, lass mich mal durch hier. So, das kommt alles hier rein. Gold auch wunderbar. Dann läuft es ja eigentlich ganz gut. Ich bin natürlich jetzt schon wieder... Ich habe natürlich noch ein bisschen Zeit. Hier noch Milch drin? Ne. So. Mayonnaise habe ich ja sowieso nicht gemacht, weil die Eier brauche ich ja. Erntebereit ist hier nichts mehr. Den Käse kann ich auf jeden Fall noch verkaufen. Der gibt 690, der gibt einiges. 2 Tage, 4 Stunden. 4 Tage braucht der Wein noch. Also der Wein braucht am längsten. Aber ich wollte mal noch so ein Fass machen eigentlich. Habe ich denn ein Eichenharz? Ich habe ein Eichenharz. Dann brauche ich das und das. Ein Kupfer und ein Eisenbahn. Sehr schön. Ein Kupfer und ein Eisenbahn. Ja, Kupfer müsste ich eigentlich auch mal bald wieder... Bim, bim, bim. Sortieren. Dann nehme ich gleich für das Fass, nehme ich gleich die Weintraube damit.
Oh, die kommt nämlich auch da rein. Da mache ich nämlich nochmal rein. Dann hier so ein Trüffelöl. Das ist, wenn ich Schweine brauche. Kann ich nicht mal so ein komisches Gerät hier machen? So ein Schmelzofen. 20 Kupfer, 25 Steine. Also Kupfer habe ich ja überhaupt nicht. Kupfer, doch 48 Kupfer habe ich. Was brauche ich dafür? Kupfer und 25 Steine. 25 Steine, das kriege ich hin. So. Könnte ich eigentlich gleich mal Kupfer wieder... hier reinpacken. So. Schön sortiert. Wunderbar. So, es ist zwar erst 19.10 Uhr, aber... Kann er mal schauen, ist hier... Was? Was ist das Brett? Sardellen, Epigel. Eine Sardelle bringen, die könnte ich eigentlich fangen, wenn ich... Könnte ich den Auftrag ja eigentlich annehmen. Was passiert denn, wenn ich hier angle? Eine Sardelle. Die könnte ich auf jeden Fall Epigel bringen. Aber die fängt man, glaube ich, ja nur im Meer, oder? Ist das nur fürs Meer? Ah, ich habe keine Energie mehr. Okay, ich muss aufhören. Komm, einmal beißen noch, bitte. Was beißt denn hier für einen Fisch an? Weißer Thun. Okay. Joja-Cola brauche ich, glaube ich, nicht. Gibt zwar ein bisschen Energie, aber egal. Ich werde schlafen gehen und schauen, was wir an Geld verdient haben. Und dann ist die Folge auch wieder mal vorbei heute. Ja, guckt. Sehr schön. Knappe 3000, wunderbar. Damit kann ich leben und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Es regnet immer noch. Mietz ist geknuddelt. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschüssi.